back from the dead. Ja, willkommen zu einer Episode der Fortnite Daily News und heute geht's um nochmal ein paar extra Sachen von gestern. Wir haben ja gestern gesehen, dass der Batman-Skin sozusagen rauskommen wird, beziehungsweise eine Kooperation mit DC, was richtig crazy wird, und da werden wir wahrscheinlich noch einige andere Skins sehen. Ich hoffe auf Harley Quinn und Joker noch zusätzlich, das wäre richtig nice. Aber ja, schauen wir mal. Und noch ein paar andere Sachen, die Halloween betreffen, denn Halloween ist gar nicht mehr so weit weg und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein in die ersten News. Also erste Sache von Alpha gebracht, und zwar der Batgleiter, der rauskommen wird. Hier einmal in-game. Damit ihr ungefähr mal so einen Eindruck davon habt, wie das Ganze dann aussehen wird. Ihr seht schon, der hat so eine Art Effekt drin, so als wenn der Wind so da durchgeht, was richtig, richtig crazy ist. Ich finde, das sieht absolut nice aus, meiner Meinung nach. Der erinnert natürlich extrem an diesen Fledermausgleiter, vor allem auch, weil diese Fledermäuse dann noch kommen, wenn er geöffnet wird. Wir hatten ja sowas schon mal in dem Battle Pass drin. Trotzdem muss ich sagen, ist natürlich Batman-branded und ist natürlich richtig nice, ne? Also ist jetzt kein wirkliche Fledermaus, sondern ist halt einfach nur dieser Mantel, der sozusagen aufgeht. Das ist schon geil gemacht, muss man sagen. Also sieht richtig nice aus. Ich bin gespannt, wann das Ganze kommen wird. Wie gesagt, der 21. scheint anscheinend so ein Tag zu sein, wo der Batman-Tag ist. Ich bin gespannt, ob wir da dann die Kooperation sehen werden. So, passend dazu einmal nochmal ein Bild. Der Rift Beacon bei Tilted ist tatsächlich aktiviert. Das heißt also, Old Town Tilted wird bald nicht mehr da sein und wir werden dafür Gotham City sehen. Ob man das mag oder nicht, ist halt die Frage. Ich bin halt wirklich gespannt, ob diese ganzen Rift Zones, die wir sehen, tatsächlich für immer da bleiben und ich weiß nicht, sich vielleicht die Map ändert und das so eine Art Schutzschild ist. Aber ich gehe davon aus, also so wie es jetzt aussieht, das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir müssen ja mal ein bisschen spekulieren. Jetzt dadurch, dass Gotham City reinkommt, das zeigt uns so ein bisschen, dass die ganzen Rift Zones eigentlich ersetzbar wieder sind. Und ich hoffe nicht, dass das passiert, weil so eine alte Map wieder zurück, beziehungsweise, was heißt alt, aber die wir hatten zur letzten Season, die feiere ich nicht so. Ich finde es schon geil, wie wir das jetzt haben. Und ich bin natürlich gespannt. Natürlich sind immer bei jeder Rift Zone diese Einzelheiten drin, die immer so ein bisschen nervig sind. Zum Beispiel bei Greasiest mit den Tacos. Das müsste weg. Aber die Zones müssten bleiben. Also ich bin gespannt, was passiert. Wie gesagt, also Gotham City kommt jetzt die nächsten Tage. Rift ist aktiviert. Das heißt also, ich denke mal, der 21. hört sich gut an als Termin. So, Hypex bringt uns jetzt nochmal ein paar Infos dazu. Wir hatten ja gestern schon die Infos, dass das Ganze reinkommen wird in den Shop zum Kaufen. Jetzt haben wir auch die Infos, wie teuer das Ganze wird. Und zwar 19,99 in Europa und in den USA. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das heißt 20 Euro. Was genau drin sein wird, wissen wir ja noch nicht zu 100%. Ich bin gespannt. Also einen Batman-Skin werden wir auf jeden Fall drin haben. Ich denke mal, wir werden auch diesen Batgleiter drin haben. Da gehe ich ganz stark von aus. Was da noch drin sein wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, 19,99 ist schon okay, könnte einfach nur ein Skin sein mit einem Backbling und ich weiß nicht, vielleicht noch ein Rap oder so, das könnte es eigentlich schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass wir nochmal Zusätze sehen werden, irgendwie im Shop vielleicht oder so. Harley Quinn, Joker wäre natürlich richtig nice, aber bei den Marvel Skins haben wir das ja auch schon so befürchtet, dass da nicht so die krassesten Skins reinkommen, durch alleine Lizenzvereinbarung wahrscheinlich, weil es viel zu teuer wäre. Auf jeden Fall sehr interessant, das dann für 20 Euro im Shop demnächst. So, und da sind ein paar Poster aufgetaucht. Lukas Savinyoshi zeigt uns die hier mal. The Final Reckoning. Und zwar sind das Halloween-Poster, die aufgetaucht sind. Für den Creative-Modus, so wie das aussieht. Ich bin gespannt. Die werden wahrscheinlich reinkommen dann, weil da steht nämlich auch Coming Soon. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Halloween-Skins sind. Ich weiß nicht, wofür die sonst da sein sollten. Vielleicht haben wir noch irgendwie ein Crossover mit irgendwas, was jetzt bald kommt oder so. Ich weiß nicht. Aber es sieht auf jeden Fall so aus. The Final Reckoning. Sehr interessant. Das ist der eine Skin. Wir haben da drei Poster. Das ist der zweite. Und das könnte aber auch einfach nur sein, dass das vielleicht Skins sind, die sich verändern oder so. Oder dass wir auf der Map so eine Art Veränderung haben. Ich meine, man hat das jetzt mit Tilted so ein bisschen getestet, dass man da reingeht und sozusagen der Skin sich verändert. Aber der Kopf im Grunde gleich bleibt. Hier könnte es vielleicht so sein, dass der Skin sich komplett verändert. Aber ich bin mal gespannt, weil wir sehen jetzt auch den Skin hier. Das sieht schon crazy aus, oder? Also man muss schon sagen, also die Skins sehen schon krass aus. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Ghoul Trooper nochmal wiedersehen. Wenn ja, wäre crazy, aber ich glaube nicht. Ich denke mal, wir werden diese Halloween-Skins dann hier sehen werden. Also hier schon mal ein erster Einblick, falls die dann wirklich kommen sollten. Und falls wir dann ein bisschen mehr Infos drüber haben, dann zeige ich die auf jeden Fall nochmal in den News. So, das war es erstmal. Also ich bin gespannt, wie gesagt, wie das Ganze dann kommen wird. Das mit den ganzen Batman-Skins. Challenges werden auch dabei sein, auf jeden Fall. Aber ist natürlich ein bisschen schade, dass wir das dann halt nur für 20 Euro kaufen können. Ich bin gespannt, vielleicht sehen wir sowas ja auch im Shop. Also vielleicht kommt ja der ein oder andere Skin auch so in den Shop für V-Bucks zum Kaufen. Ich weiß, viele von euch zocken ja auch Rettet die Welt, haben da V-Bucks sich erspielt und möchten die natürlich auch irgendwie in irgendeiner Weise ausgeben für was Cooles, ne? Also nicht jeder möchte sehr viel Geld ausgeben und nicht jeder kann mal eben so 20 Euro außerhalb von den V-Bucks ausgeben. Ist natürlich immer so eine Sache.
Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vor allem haben wir so viele Bundles in letzter Zeit. Wir haben ja dieses 20-Euro-Bundle jetzt vor kurzem gehabt mit diesen Cube-Skins. Jetzt kommt ja im November, das ist ja auch schon angekündigt, das nächste Bundle für 30 Euro, was relativ groß werden wird mit neuen Skins. Und dann haben wir jetzt noch ein Batman-Bundle. Wer weiß, vielleicht sehen wir sogar noch eins bis Ende des Jahres. Also viele, viele Bundles, die uns da auf den Kopf geschmissen werden in letzter Zeit, die recht teuer sind. Wenn man sich das alles mal zusammenholt, müsst ihr auch mal überlegen. Es sind 20, 20 und nochmal 30, sind wir bei 70 Euro. Und ist schon eine Menge Geld. Also, wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinschauen, was ihr von dieser ganzen Sache haltet. Habt ihr eigentlich lieber Skins, die man so kaufen kann? Ich sag mal, jetzt in dem Batman-Fall für 20 Euro mit ein, zwei Skins vielleicht und noch Zusätze drin. Oder habt ihr das lieber, dass man die sich auswählen kann im normalen Shop für V-Bucks und dass man sagen, hey, ich will nur Batman haben, ich will eigentlich gar nichts anderes haben davon. Keine Pickaxe und keinen Mantel und so. Dafür nehme ich dann lieber für 1200 oder so, aber dann für V-Bucks. Wie gesagt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und natürlich auch eure Meinung zu den Halloween-Skins. Glaubt ihr, das sind die Halloween-Skins? Ich denke schon. Ich weiß nicht, wie viele die sonst da sein sollten. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Wie gesagt, eure Meinung mal in die Kommentare. Und wie immer, wenn ihr es cool fandet, lasst gerne ein Like da, das Ganze ab da. Unterstützt mich gern mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.